So, einen schönen guten Nachmittag, liebe Freunde auf Facebook und im Nachgang dann auf YouTube. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zur mittlerweile vierten Kulturkantine, heute erstmals mit einer starken Frau, weil es kommen die nächsten 4 Wochen vier starke Persönlichkeiten, auf die ich mich sehr freue. Die erste ist keine geringere als wie Veronika Mate. Liebe Veronika, einen schönen guten Nachmittag in der Kulturkantine. Hallo. Hallo Christoph, es freut mich sehr, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Veronika, wir leben ja in dieser wunderbaren Modellregion Vorarlberg. Ich habe mir einen Espresso geholt, davor habe ich mir einen wunderbaren Coffee to go geholt. Genießt du eigentlich schon unsere wunderbare Gastronomie wieder? Zum Teil schon, ja. Wobei es noch ein bisschen komisch ist, das Ganze, dass wir schon wieder essen gehen können, uns treffen können und so. Und es ist jetzt doch ein Jahr Corona und irgendwie ja, hat sich alles sehr verändert. Aber ich finde es schön, dass wir da so mutig waren, einen Schritt voranzugehen. Und ich glaube, es hat einfach auch andere wichtige Öffnungsschritte gegeben, wie im Sport oder in der Kultur, die extrem wichtig waren, oder? Und die Zahlen bestätigen das Ganze ja auch, oder? Dass wir da einen guten Weg eingeschlagen haben. Wie nimmst du das in unserer Landeshauptstadt Bregenz wahr? Wird das akzeptiert, diese vielen Testmöglichkeiten? Nehmen die Menschen das wahr? Also mir kommt vor, das nimmt man sehr, sehr wahr. Also wird gut angenommen, das Ganze. Man kann auf dem Schiff, im Festspielhaus, man kann beim Kosmos-Theater unten, man kann bei allen Apotheken und so weiter. Also ich habe das Gefühl, es wird sehr gut wahrgenommen. Und ich meine, in Vorarlberg, österreichweit, waren wir da Vorreiter immer, was das Testen anbelangt. Und es gibt einfach eine gewisse Art von Sicherheit, auch wenn es nur eine Momentaufnahme ist, die finde ich extrem wichtig ist, gerade wenn man was trinken geht, was essen geht, wenn man sich mit jemandem trifft einmal. Also ich finde das perfekt. Also das ist super. Und du selbst, wie oft gehst du im Schnitt zum Test? Zwischen 2 und 4 Mal in der Woche. Ich auch. Ich gehe auch Montag, Mittwoch, Freitag und wenn es darauf ankommt, am Sonntag halt noch einmal je nach Ja. Veranstaltung. Ja, schön. Veronika, du bist studierte Sonderschulpädagogin? Nicht ganz. Ich habe das Lehramt Volksschule gemacht. Bei uns hat es damals hat es in Vorarlberg schon die sonderschulpädagogische Ausbildung nicht mehr gegeben. Aber wir haben zum Teil Seminare der gehabt und früher hat es noch sonderpädagogische Tage an der PEDAG damals gegeben. Und da bin ich eigentlich auf den Geschmack gekommen, dass ich dort unbedingt unterrichten will. Und du hast relativ lange in diesem Bereich auch gearbeitet. Ja, Und zuerst in Feldkirch am BFZ. Und dann habe ich nach Lautrach gewechselt zu kleineren, wirklich Kindern mit extremen Beeinträchtigungen. Und dann habe ich fast 10 Jahre eine Berufsvorbereitungsklasse unterrichtet, also Schülerinnen zwischen 14, 15 und 17, mit den speziellen und ja, unterschiedlichsten Bedingungen, Herausforderungen, Gegebenheiten. Das war sehr interessant und ja, habe ich viel gelernt, auch für mich selber. wenn du dich heute in den Lehrberuf hineinversetzen würdest oder tust, was du ja auch als Bildungspolitikerin tust, als Bildungssprecherin der ÖVP im Landtag, könntest du dir das vorstellen, auch wirklich jetzt an der Front zu stehen und mit diesen ganzen Corona-Maßnahmen, mit diesen ganzen Beeinträchtigungen, die tatsächlich diese Pandemie mitbringt für den Lehrberuf? Also für mich war es ganz eigenartig, als ich damals in den Landtag gekommen bin, habe ich ja noch unterrichtet. Und dann war ich Stadträtin im Landtag und Lehrerin. Und das ist eigentlich nicht möglich aufgrund vom Bezügebegrenzungsgesetz. Und davor habe ich mir nie Gedanken gemacht, dass ich nicht mehr unterrichten werde. Das war für mich immer klar, dass ich eigentlich nicht das typische Berufspolitikerbild anstrebe, sondern es immer extrem wichtig finde, wenn man auch tatsächlich noch im Beruf steht. Und das war für mich am Anfang echt schwierig, dass ich nicht mehr in der Klasse war. Mittlerweile ist es so, zeitlich würde ich es gar nicht mehr schaffen. Ich habe einen Sohn auch noch mit 7 Jahren und wie gesagt, bin politisch gut eingedeckt. Und ich glaube aber, man kriegt natürlich, wenn man direkt in der Schule ist, viel, viel mehr Dinge mit, die wir dann beschließen, die im Bund, die im Land beschlossen werden. Und Gott sei Dank habe ich einen sehr guten Kontakt zu vielen Lehrerinnen, zu vielen Direktorinnen, Leiterinnen und bin da gut vernetzt und verankert, dass ich auch mitkriege, wie ist das jetzt momentan in der Corona-Zeit, weil auch Eltern und Lehrerinnen, da gibt es die unterschiedlichsten Erfahrungen. Bei manchen funktioniert es super, da wird quasi doppelt unterrichtet in Gruppen. Bei manchen, da haben sich die Lehrer monatelang nicht mehr gemeldet, oder? Und also es gibt leider Gottes beide Seiten der Medaille. Und ich glaube, die engagierten Lehrer, die sind auch, wie gesagt, auch darum nennt man sie engagierte Lehrer. Die sind, ja, kommen an ihre Grenzen, hätte ich gesagt, langsam auch, oder wie es auch vielen anderen geht. Und ich kriege Gott sei Dank mit, dass es viele engagierte Lehrer gibt. Aber ich kriege auch Eltern mit, die überfordert sind und auch Lehrer, die, ja, die sind halt Lehrer. Und Du kriegst es ja selber als Mutter auch mit, Homeschooling,
Homeoffice, jeden Abend zu Hause, im Grunde genommen 20 Uhr, was für uns Politiker ja doch eine gewisse Herausforderung ist. Das belastet Familien, belastet natürlich auch das Kind, oder? Die Situation. Wie kann man da als Politiker einwirken in dem Moment? Können wir Politiker die richtigen Entscheidungen treffen? Weil du selber sagst, es ist so unterschiedlich, die Wahrnehmung. Jeder geht anders damit um. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man immer wieder auch bittet, um Verständnis bittet eigentlich in dieser schwierigen Zeit, oder? Und ich kann schon verstehen, wenn es den einen nicht schnell genug gehen kann, dass alle zum Beispiel geimpft sind oder mit den Testmöglichkeiten. Aber ich glaube, wir sind alle hier jetzt gefordert. Wir sind in einer neuen Situation. Es ist, also wer hätte gedacht vor einem Jahr, eineinhalb, dass wir mal in einer Pandemie sitzen, oder? Also wie in einem Science-Fiction-Film eigentlich, oder? Und ich glaube, da ist das Wichtigste auch immer, dass man verständnisvoll ist und auch um Verständnis bittet. Und das merke ich auch, egal mit wem ich zu tun habe, jetzt gerade im Bildungsbereich, wenn man da sagt, ja, es ist eine schwierige Situation, jetzt, wenn Masken nicht geliefert werden oder diese Selbsttests nicht gleich funktionieren oder das dann doch wieder anders ist, oder? Es muss einfach sehr kurzfristig oft entschieden werden und erst im Nachhinein kann man sagen, was ist jetzt gut und was ist schlecht gelaufen, was war richtig und was war falsch. Aber ich habe soweit eigentlich das Gefühl, dass man da gut zusammenhält. Und ja, und wie gesagt, wenn man das Verständnis auch einmahnt und darum bittet, glaube ich, kann man sehr vieles auch positiv bewirken und ja, und ernst nehmen. Man muss die Situation und Probleme natürlich auch ernst nehmen. Ich glaube, das ist ja auch die große Stärke eines Politikers, dass er auch hineinhört und sich versucht hineinzuversetzen. Darum, was du vorher gesagt hast, selber aktiv zu sein als Politikerin in einem Berufsfeld, auch wenn es irgendwann zeitlich einfach sich nicht ausgeht, das verstehe ich natürlich, gerade in deiner Doppelrolle mit Bregenz und Land, ist es natürlich auch wichtig, dass man versteht, was die Probleme der Lehrerinnen und Lehrer sind, oder? Warum ist denn, ich meine, ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren im Landtag, du bist, glaube ich, 3 Monate länger dabei, weil du ja nachgerückt bist am Ende der letzten Periode. Es gibt quasi in jeder Landtagssitzung einen Bildungsantrag. Warum ist das so? Was brennt so beim Bildungsthema? Ja, ich glaube, wir haben das, ja, wir geben der Bildung einen hohen Stellenwert, oder? Wir sagen immer, das Wichtigste ist im Grunde die Bildung und da kann man viel machen. Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit. Man versucht da ähnliche Startvoraussetzungen zu geben, die vielleicht familiär oft nicht gegeben sind. Und einfach durchs Bildungs- und Leistungsprinzip, das in der Volkspartei schon groß geschrieben wird. Ja, und auch natürlich, ich glaube, es ist noch verstärkt dazu gekommen, weil wir diesen Markenprozess in Vorarlberg eingeleitet haben mit 2035, chancenreichster Lebensraum für Kinder werden zu wollen. Es war davor schon Tradition in Vorarlberg mit Kinder in die Mitte, mit Programmen wie Familie Plus, kein Kind zurücklassen. Und das sind alles auch bildungspolitische, familienpolitische Themen. Und das betrifft ja jeden unmittelbar. Und es brennt ja im Grunde jedem darum auch unter den Nägeln. Ist jetzt wurscht, ob es die Betreuung ist, ob es der Unterricht ist, ob es die Benotung ist. Also wie gesagt, ich glaube, es ist so ein vielschichtiges Thema. Und jeder ist irgendwie da betroffen davon. Und es polarisiert natürlich, weil es gibt natürlich, gerade auch in unserer Koalition mit Grün, muss man auch ehrlich sagen, gibt es einfach ganz unterschiedliche Zugänge. Ich erinnere mich an die Diskussion, wo es ums Benotungssystem gegangen ist, beispielsweise. Genau, ja. Keine Noten, sondern sagen Noten. Genau, das ist richtig am Ende des Tages. Ja, ich glaube, es ist auch viel Zündstoff dahinter, hinter dem Ganzen. Und man kann polarisieren und man kann populistisch Politik betreiben. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sachlich bleibt und eben nicht ideologisch sieht. Und das ist das, was mir manchmal vorkommt. Das Gegenüber sieht es oft ein wenig anders. Ja, wobei ich auch der Meinung bin, am Ende des Tages ist diese Diskussion der unterschiedlichen Sichtweisen und man trifft sich irgendwie in der Mitte schon auch der richtige Weg. Glaube ich, diese Diskussionen auch einfach zu Lösungen zu kommen in der Mitte. Ich glaube, das ist auch unser Zugang, unser politisches Verständnis. Ja, ich glaube, als Volkspartei sind wir so, dass wir sagen, okay, wir möchten inhaltlich unsere Dinge durchsetzen. Wir sind in einer Partnerschaft, da muss es einen Kompromiss geben, es muss ein guter Kompromiss und kein fauler Kompromiss sein, oder? Und auch dem anderen zugestehen, seine Meinung zugestehen, oder? Und ich denke, das ist eigentlich das Wichtigste und nicht das Verurteilende einfach auch, oder? Finde ich einen super Ansatz. Veronika, du hast ja verschiedene Hüte. Das eine ist der Landtagshut, das andere ist der Bregenzer Hut, über den ich gerne mal ein bisschen zu sprechen kommen möchte. Und das dritte ist ja, du bist auch eine Stellvertreterin von Sebastian Kurz als Bundesparteiobmann-Stellvertreterin. Also lass uns mal ein bisschen über Bregenz reden. Da gab es ja doch in den letzten Wochen seit dem 27. September eine leichte Veränderung, die auch persönlich getroffen hat. Kannst du dir vorstellen, dass es in Bregenz 2020 wieder keine Bregenzer Festspiele geben wird? Nein, kann ich mir nicht vorstellen.
Also nicht, das, was ich bis jetzt mitbekommen habe, ist auch so, dass die Festspiele, die Brienzer Festspiele, wollen etwas machen und wollen auch ein Angebot, ein kulturelles Angebot einfach bieten. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist für Bregenz. Das macht Bregenz doch auch aus. Auch wenn letzten Sommer extrem viele Touristinnen und in Bregenz waren, war es sicher ein anderes Publikum. Es hat damit zu tun gehabt, dass man auch wirklich reisen konnte und dass es einfach mit vielen, ja, Ungewissheiten auch verbunden war, das Ganze. Und mit Quarantäneregeln und so weiter. Wir haben gelockert letzten Sommer schon ein bisschen, das hat man auch gemerkt. Und in Bregenz war extrem viel los und es war zum Teil ein anderes Klientel. Ich glaube aber, Bregenz macht natürlich auch die Kultur aus und Bregenz ist bekannt für seine Kultur und eben auch die Festspiele. Und die gehören einfach im Sommer eigentlich als Bregenzer schon dazu oder ja, auch im Land hätte ich es so wahrgenommen. Ich sage immer, Bregenz ist die zweitschönste Stadt im Land nach Bludenz. Also klar. Sie hat halt den Bodensee, den hat Bludenz nicht. Aber auch mit dem Fender und auch mit diesem wunderbaren Seeufer an sich und auch dieser Zugänglichkeit zum See, das ist schon einzigartig. Und wie du selber sagst, ich glaube, Vorarlberg ohne Festspiele ist nicht der Sommer. Und darum bin ich froh, wenn ich höre, dass die Bregenzer Festspiele auch 2021 etwas machen werden. 2021, ja. 2021 was machen werden. Wenn du aber, wenn wir ein bisschen kritisch in die Tiefe gehen, jetzt haben wir in Bregenz doch relativ viele Landeseinrichtungen mit dem Ja. Museum, Landestheater, Kunsthaus Bregenz, was ja absolute Champions League ist. Was fehlt kulturell in Bregenz? Was nimmst du, was könnte noch gestärkt werden? Gibt es genügend Vereinskultur? Könnte man das als Stadt noch stärker vor den Vorhang bringen? Wo siehst du noch Entwicklungspotenzial? Also es ist in den letzten Jahren ja Kulturstrategie ausgearbeitet worden und mit dem Ziel, auch niederschwelliger zu werden. Und ich glaube, da spricht vielleicht auch das kulturelle Vereinsleben auch an, oder? Ich kann mich erinnern, es hat Jahre in Bregenz gegeben, wo sich nicht alle Künstlerinnen gleichermaßen wahrgenommen oder gehört wurden, sagen wir es mal so, oder? Ich glaube, das hat man in den letzten Jahren auch verändert. Und ich glaube auch, der Zugang der jetzigen Kulturamtsleiterin ist da dahingehend so. Wir haben unterschiedliche Spektren in der Kultur, oder wir haben, wie du sagst, die Champions League mit dem Kunsthaus, wir haben das Landesmuseum, wunderschön und toll, wir haben die Festspiele international, wir haben mit der Maria Simmer das Ballett, auch ein Highlight, hätte ich gesagt, in Bregenz. Wir haben Bregenzer Meisterkonzerte, wir haben den Bregenzer Frühling, das sind alles etablierte Programme und tolle Dinge. Und ich glaube auch, dass wir es geschafft haben, in den letzten Jahren einfach kulturell niederschwelliger auch zu werden und einfach das Angebot noch breiter zu machen. Egal, ob es jetzt im Bereich für Familien ist, wenn es Sitzkissenkonzerte waren für Kinder oder ob es Menschen- und Mäuseausstellung im Magazin 4 war. Also ich glaube, das ist nochmal ein anderer Zugang, den Bregenz da versucht hat zu legen, der sehr gut gelungen ist. Und ich glaube auch, jetzt mit der Sommerausstellung, die ja, einen tollen Künstler auch hat, und mit den unterschiedlichsten Standorten, auch sonst mit anderen Künstlerinnen und Künstlern, glaube ich, da sind wir eigentlich gut aufgestellt. Und ich glaube, wenn es in diese Richtung auch weitergeht, ja, dass für jeden eigentlich was dabei ist. Wir haben kleinere Galerien, wir haben die Galerie, die Lisi Hämmerle, oder die, also ein Urgestein der Galeristinnen, hätte ich gesagt, und die das auch ganz toll macht. Und ich glaube, genau diese Vielfalt und ja, diese Facetten braucht es auch. Ich meine, du hast ein Stichwort jetzt geliefert. Du hast gesprochen, die Kulturamtsleiterin. Ich habe ja gestern gelernt in der Pressekonferenz des neuen Bürgermeisters mit seinem neuen Stadtamtsdirektor. Jetzt ist es ein Kulturservice. Die Stadt wird zur Genau. Kultureinrichtung. Wenn man sich die Pressekonferenz so im Nachgang anhört, dann könnte man glauben, die Stadt hat bislang nur verwaltet und war keine Serviceeinrichtung. Ist da wirklich jetzt so viel anders durch die Umbenennung des Amtes in Serviceeinrichtung? Oder was erwartest du dir diesbezüglich? Ja, es war ganz klar, der Michael Ritsch ist da mit Veränderungen angetreten. Es war namentlich die erste Veränderung. Die Strategie dahinter, ja, und die messbaren Ziele, die hat man uns noch so nicht gesagt. Oder ich glaube nicht, wenn es etwas vom Kulturamt oder vom Bauamt im Bauservice umgeleitet wird, dass automatisch der Service ein besserer ist. Aber natürlich verstehe ich es auch so, dass Verwaltung, das ist ein Dienstleistungsbetrieb, die Stadt, oder? Ich hätte jetzt aber nicht das Gefühl gehabt, dass vor der Service schlecht war, oder? Und ich weiß jetzt auch nicht, ob der Output für die Bregenzerinnen und Bregenzer, nur weil es jetzt Amt nicht mehr Amt heißt, sondern Service, schon ein besserer ist. Also das kann ich noch nicht sagen und da gibt es für mich noch nichts Messbares in der Richtung. Ja,
Ich habe es auch so gestern wahrgenommen, also es ist jetzt mal eine schöne Überschrift und es sind jetzt halt 7 Abteilungen, nicht mehr 5 Abteilungen. Das heißt, der Apparat wird eigentlich wieder aufgebläht, überall im ganzen Land, in der ganzen Welt dürfte man nicht redimensionieren. Im Regen habe ich den Eindruck, wird jetzt einfach wieder aufgebläht, der Apparat. Ja. Das ist so, das war so meine Wahrnehmung. Das war auch unsere Kritik, dass wir gesagt haben, überall wird eigentlich dereguliert und man versucht das Ganze. Ich habe mir auch die Organigramme der anderen Städte angesehen, oder? Also ich glaube, die 7 Abteilungen plus Stadtamtsdirektion sind wir da relativ großzügig im Bregenz. Man will als Landeshauptstadt natürlich etwas mehr sein wie die anderen Städte, aber natürlich glaube ich, ob es der richtige Weg sein wird, wird sich zeigen. Aber genau. Lass uns nochmal auf diese gehende Situation zurückzukommen, auch einmal parteipolitisch gesprochen. Für die ÖVP in Bregenz ist es doch eine völlig neue Situation. Nach 30 Jahren, 1990 bis 2020, 30 Jahren Bürgermeister mit Siegegasser und Markus Lienert und jetzt auf einmal ist Michael Ritsch da. Das ist ja schon, ganz ehrlich, auch für mich als ehemaliger Geschäftsführer von Bregenz und Stadtmarketing ein absolutes No-Go, sind wir mal ehrlich. Es ist jetzt aber so, als Demokraten nimmt man das natürlich zur Kenntnis. Ja. Aber trotzdem ist es doch für euch eine völlig neue Situation. Es ist eine extrem neue Situation und es war auch ein Schock, ganz ehrlich. Also, wie es dann so weit war. Ich glaube aber, wir haben uns sehr schnell aufgestellt, wieder aufgerichtet. Wir haben uns gut formiert. Wir sind ein tolles Team. Wir sind eine tolle Liste. Also wir haben die unterschiedlichsten Persönlichkeiten bei uns auf der Liste, die unterschiedlichsten Dinge eingebracht werden und von den verschiedensten Hintergründen auch. Wir haben auch erfahrene Personen bei uns auf der Liste und ich glaube, es ist uns sehr schnell gelungen. Also wir sind noch am selben Abend, wir haben die Stichwahl verloren und es ist wirklich, ja, es ist ja jeder, der das kennt, eine verlorene Wahl und es gibt Höhen und Tiefen in der Politik, wie überall anders auch. Und es war natürlich kein schöner Moment, aber es war klar, hallo, wir müssen uns treffen, wir müssen zusammensitzen, wir müssen wissen, was passiert, was machen wir, wie geht es weiter? Und so war eigentlich seit der verlorenen Stichwahl eigentlich, ja, haben wir uns gleich nach vorne gerichtet und gesagt, okay, wir sind jetzt in der Opposition. Aufgrund vom freien Spiel der Kräfte, ein Begriff, den ich nicht so super finde eigentlich, sind eigentlich alle in der Opposition. Es gibt keine Regierung, es gibt natürlich zum Teil Absprachen. Aber wir haben von Anfang an gesagt, okay, wir machen eine konstruktive Arbeit für die Bregenzerinnen. Wir wollen inhaltlich mitarbeiten. Wir sind nach wie vor die stärkste Fraktion. Wir müssen einfach auch versuchen, mit unseren Themen und Inhalten die Wählerinnen, die Bürgerinnen, die Bregenzerinnen wieder überzeugen, dass sie uns beim nächsten Mal einfach wählen, oder? Ich glaube, das ist die wichtigste Aufgabe. Wir müssen da wieder auf den Boden der Tatsachen, wir müssen zu den Menschen und wir müssen einfach präsent sein, da sein und wie gesagt, wir sind intern dran, wir versuchen uns inhaltlich einzubringen und ich glaube, es gelingt uns momentan ganz gut, oder? Und ja, es ist ein anderer Weg, es ist eine andere Art von Politik und sie macht trotzdem Spaß und ist eine Herausforderung. Ich glaube, die haben wir angenommen und wir sind da auf einem guten Weg auch. Also ich kenne das aus dem Jahr 2015, als wir bei der ersten Wahl damals Mandy Katzenmeier gegen den damals jungen Mario Leiter, jung und Anführungszeichen, war damals auch schon 15, wirklich fast verloren haben im ersten Wahlgang und da wirklich ein Patt 42-40% war und wie man damals zusammengesessen war, wie das frustriert in dem Moment. Ich kann vieles nachvollziehen. Ich bin froh, dass uns das im Blut verschont geblieben, dass wir im Blut davon verschont geblieben sind. Und trotzdem finde ich den Ansatz von dir richtig, einfach konstruktiv weiterzuarbeiten. Und es gibt extrem viele Projekte, die in Bregenz anstehen. Bring's mit, die mag ich gar nicht weiter kommentieren. Da wird sich der neue Bürgermeister verwirklichen oder nicht verwirklichen. An dem wird auch gemessen werden. Aber so Geschichten wie das Hallenbad zum Beispiel, das trägt ja ganz klar die Handschrift der ÖVP. Es ist klar, das ist egal in welcher Stadt, es ist auch in Hohenems zu sehen, oder? Die Projekte, die der Dieter Ecker jetzt umsetzt, die hat im Grunde die ÖVP auf Schiene gebracht. Und so ist es in Bregenz auch, oder? Man, so Sachen wie Festspielhaus, Hallenbad, Pipeline, Leutbühl, oder? Um nur als die größten und einige zu nennen. Die sind ja schon beschlossen, beziehungsweise die sind ja Jahre davor schon, die wurden ja vorbereitet. Das geht ja nicht von heute auf morgen, oder so ein Projekt. Da sagt man nicht, oh, jetzt will ich das und dann setzen wir es um, oder? Sondern das sind ja wirklich Projekte, die längerfristig geplant sein müssen und die werden jetzt umgesetzt und natürlich auch am Bürgermeister erntet da immer, das ist logisch, das ist ganz klar, oder? Das war auch bei der Familie Plus Auszeichnung so, oder das war ein Projekt, das ich damals initiiert habe oder aufgenommen habe, als ich Stadträtin wurde
Das ist ein Projekt über 3, 4 Jahre, oder? Und wie gesagt, wir bleiben Gott sei Dank dabei und alles, oder? Aber das ist logisch. Also das ist immer so, oder? Es ist immer so, aber es ist, ich möchte es einfach auch betonen. Es gibt ein Projekt, das anstehen wird, die Kasernenentwicklung, wo Ja, landespolitisch von meines Erachtens eine hohe Dimension hat, Relevanz hat. also ich finde, das ist ein extrem wichtiges Projekt und ich freue mich auch. Wir haben da vor einigen Monaten den Herrn Waldorf bei uns gehabt und der hat uns das ganze Projekt vorgestellt. Und dann haben wir als ÖVP, wir haben ja schon in der Stadtvertretung im Dezember 10.000 Euro quasi als Platzhalter wollten wir ins Budget reklamieren. Ist leider abgelehnt worden damals vor Rot und Grün und Blau, was ich überhaupt nicht verstehen konnte. Und wir haben gesagt als ÖVP, das ist so ein wichtiges und tolles Projekt für Bregenz. Musik, Chöre, Militärmusik, Sinfonieorchester Vorarlberg. Musikschule, alles. Also die ganze Bandbreite der Musik hat da Möglichkeiten. Schau, die Vernetzung ist ein extrem wichtiger Aspekt. Und einfach um ja, die Initiative da, wie gesagt, von Waldorf und seinem Team, das ist ein Wahnsinn. Und wie uns er das präsentiert hat, haben wir gesagt, okay, wir unterstützen das auf jeden Fall weiter. Es ist ein Projekt von 6 Millionen Euro, wo 3 Millionen der Bund finanziert, 2 Millionen das Land und zwischen 500.000 Euro und 1 Million würde der Staat quasi bleiben. Da werden aber noch die Bedarfszuweisungen der Gemeinden zum Teil abgezogen. Und da war einfach für uns klar, Entschuldigung, das ist so ein wichtiges Projekt für uns. Und es wird in so vielen anderen Bereichen jetzt Geld ausgegeben, das wir nie gemacht hätten, wo wir gesagt haben, okay, also dann muss für das wichtige Projekt auf jeden Fall auch was ausgegeben werden. Und ja, und wir sind froh. Ich glaube, der Michael Ritsch hat da eingelenkt und hat gesagt, okay, jetzt ja, geben wir da Go. Aber es hat ein bisschen gedauert. Absolut richtungsweisend. Erstens einmal ist das Quartier dann dort rund um die Kaserne wird aufgewertet, weil dort auch Frequenz passiert. Es ist auch alles am Seeufer. Das ist ja eigentlich wunderbar. Und alle Institutionen, die du genannt hast, profitieren davon. Und da profitiert das Ehrenamt, da profitieren die ganzen Blasmusikkapellen in Vorarlberg, wenn die Militärmusik gestärkt wird. Also, und die Rahmen, die Räumlichkeiten der Militärmusik, ich war im Jahre 92, 93 da drinnen, schauen heute noch gleich aus wie vor bald 30 Jahren. Und darum ist es, glaube ich, völlig richtig. Ja, wenn du den Plan vom Rossstall aussiehst, wie das nachher aussehen kann, also es ist echt ein Hammer. Es ist wirklich ein tolles Projekt und ein wichtiges Projekt. Super. Das unterstützt man natürlich sehr Super. gerne. Das finde ich eine tolle Entwicklung. Lass uns noch ein bisschen auf den Punkt zu sprechen kommen. Du bist Politikerin, du bist Mutter. Wie vereinbarst du denn diese ganze Geschichte jetzt? Auch in Anbetracht dessen, irgendwann ist die Pandemie vorbei, dann werden wieder viele Abendtermine sein. Dein Sohn ist noch relativ jung. Wie machst denn du das alles? Das ist doch alles doch eine sehr komplexe Geschichte. Also ich habe das Glück, dass ihr Familie habt, die mich sehr unterstützt. Und sonst würde es gar nicht funktionieren. Also meine Mama ist viel bei uns, am Abend halt hauptsächlich. Und der Papa von Pius, der ist am Wochenende dann, also der Pius ist öfter am Wochenende bei ihm. Das klappt auch sehr gut. Aber also wenn ich nicht die Familie hätte, die mir da die Rückendeckung geben würde, wäre es schwierig, oder? Also gerade, ich meine, er ist 7 Jahre, ich bin doch schon einige Jahre jetzt in der Politik und die Abendtermine, ich meine, das kennst du. Ja, es gibt viele Abendtermine, jetzt sind es halt zum Teil Zoom-Sitzungen ab 20 Uhr oder noch früher. Aber wie gesagt, da braucht man schon die Familie und eine Unterstützung. Also ich kenne es natürlich als Vater und als Mann ist es meistens leichter, weil man verlässt sich dann wieder auf die Frau und auf die Mutter. Da bin ich auch so fair, dass ich auch sage, wenn ich meine Frau nicht hätte, könnte ich vieles nicht tun, obwohl es dann phasenweise auch wieder unfair ist und ich mich dann auch wieder selber bewusst werden muss, dass ich mich auch einbringen muss, auch an den Abenden. Und die Pandemie erdet das auch wieder ein bisschen. Ich glaube, es Ja. wird uns Vätern auch vieles wieder bewusst, was eine ja auch Familie bedeutet. Also mir hat vieles bewusst geworden, abgesehen, dass ich ein bisschen was abgenommen habe in der Zeit, glaube ich, ist mir auch vieles wieder bewusst geworden, wie wichtig Familie ist und wie wichtig Zusammenhalt ist, diese Ängstlichkeit ist. Und Kinder halten einem doch auch den Spiegel immer wieder mal vor, Absolut, ja. wenn man dann zu wenig Zeit hat. Ja. Wie ist denn momentan die Stimmung in der Bundespartei, liebe Veronika? Wie geht es unserem Bundeskanzler? Was nimmst du aus Wien wahr als seine Stellvertreterin in der Partei? Ja, ich meine, laut den Umfragen ist die Stimmung eigentlich noch relativ gut. Es ist, glaube ich, die Zusammenarbeit mit den Grünen nicht immer einfach. Und ich glaube, es ist natürlich, die Regierung wurde gebildet und dann kam die Krise, oder? Also es ist nicht nur, dass wir inhaltlich unterschiedlichste Zugänge haben zu gewissen Themen. Es kam dann auch immer die schwerste Situation überhaupt, oder? Eigentlich in den letzten Jahrzehnten für Österreich und Ja, ja, mit der Pandemie. Und ich glaube, das stellt
die Regierung noch einmal vor größere Herausforderungen und weil einfach so gewisse Sachen, das kriege ich jetzt oft vom Bund mit, weil das Zwischenmenschliche zum Teil einfach verloren gegangen ist, oder? So dieses, der gemeinsam, okay, man sitzt zusammen und man bereitet Sachen vor, einfach so, man trifft sich unkompliziert, man kennt sich auch persönlich, oder? Das denke ich mir ist auch im Landtag oft so, oder? Dass wenn man gemeinsam, egal ob rot, grün, gelb, schwarz oder sonst was, am Tisch sitzt und redet miteinander, da mit dem Reden kommen Glütze, man sieht man, oder? Und wenn solche Sachen verloren gehen, beziehungsweise einfach momentan schwieriger sind, dann ist das Zusammenarbeiten, glaube ich, noch eine Runde härter. Oder? Also, und das kriege ich schon mit. Und es ist natürlich so, dass die Grünen auch ankommen müssen in der Regierung. Und die sind in der, ja, die Abgeordneten sind da, glaube ich, noch nicht alle immer wirklich sich bewusst, dass sie jetzt Teil der Regierung sind. Naja, das ist auch menschlich. Nach 30 Jahren Oppositionsarbeit ist das klar. Das ist, glaube ich, auch menschlich gesehen. Aber was du selber sagst, dieses Zwischenmenschliche fehlt natürlich vollständig. Was man früher bei einem kleinen Bier besprechen konnte, nach einer Sitzung oder bei einem Kaffee während einer Sitzung, das fehlt natürlich vollkommen, weil man sollte sich aus dem Weg gehen, man braucht die 2 Meter Abstand. Das merkst du im Landtagscafé, oder? Da genau. Nicht mehr die Stimmung auf, die wir schon gehabt haben, die wir beide kurz erleben durften, bevor die Pandemie losging. Ja. Und wahrscheinlich das ist eine Herausforderung, oder? Muss man einfach sagen. Also mir fällt das gewaltig, ehrlich gesagt. Also ich bin da eigentlich, man ist ja mit den anderen Parteien, also ich kann mit den Blauen genauso wie mit den Neos, als auch den Grünen und den Roten, ehrlich gesagt. Und da muss man auch ehrlich sein, was hinter den Kulissen, diskutiert man ja auch viel. Man spricht sich auch viel ab. Gott sei Dank, ja. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass wenn das Ganze dann mehr oder weniger, wenn da jetzt mal viel geimpft sind und das Ganze wieder in eine richtige Richtung geht, so, oder? Ich glaube, dass man sich auch schnell wieder an andere Situationen gewöhnt. Aber für die politische Arbeit ist es extrem wichtig, einfach auch das Reden miteinander, das Besprechen gewisse Sachen, also die Themen besprechen und dann hat man einfach auch nochmal einen anderen Zugang, oder? Man versteht die Sichtweise vom anderen, vom Gegenüber einfach noch besser und das geht momentan ein bisschen ab, oder? Und ja. Das fehlt auch, wenn man Zukunftsprojekte hat, wenn man einfach mal ausloten will, wohin kann man auch gemeinsame Entwicklungen hingeben. Was wünschst du dir selber für die nächsten Wochen, außer dass die Pandemie bald einmal fertig ist? Ja, dass das mit dem Impfen weiter gut klappt. Eigentlich momentan ist so der Fokus irgendwie, dass ich mir denke, okay, ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt und das macht, gibt Hoffnung irgendwie, oder? Und eigentlich schon, dass der Sommer wieder, ja, einfach, dass man vielleicht ab Sommer, Herbst dann wieder Richtung Leben davor, oder Leben davor klingt auch komisch, oder? Aber einfach, dass es wieder eine gewisse Normalität bekommt, das Ganze. Und ich hoffe aber schon, dass man eigentlich aus dieser Pandemie auch gewisse Lehren zieht und dass ein Lerneffekt einfach auch da ist, über gewisse Themen zu sprechen oder gewisse Themen anders anzugehen und da ehrlicher zu sein, oder? Weil man sieht schon, was hat nicht so gut funktioniert, davor schon und auch jetzt. Und es wäre wichtig, gerade auch für uns als Volkspartei, diese Themen dann auch aufzugreifen und ehrlich darüber zu diskutieren und zu schauen, wo muss es hingehen oder wie muss es sich entwickeln. Können wir das nur ganz kurz verdichten, auch das Thema, die Lehren, die man daraus ziehen muss oder kann, könntest du die auch noch benennen, gerade bei dem Bildungsbereich, was könnte man jetzt auch wirklich mitnehmen für die Zukunft? Ich habe jetzt gerade gehört, es gibt ja schon Schulen, die überlegen, hinkünftig generell halb Distance, halb Präsenzunterricht zu machen, was ich persönlich am völligen Schwachsinn finde, aber ich habe es nur gehört, da gibt es Schulen, die das schon überlegen für die Zukunft. Ist also in Amerika gibt es ja zum Teil Schulen, die schon die Präsenz und anwesend quasi unterrichten, aber das ist halt Kostengründe, oder? Weil sie sich die Lehrpersonen nicht mehr leisten können und das finde ich eine dramatische Entwicklung. Und der Lehrberuf, das hat es gezeigt, das ist ein krisensicherer Job. Also es ist auch ein extrem toller Job und ein abwechslungsreicher Beruf. Und für die Wertigkeit des Lehrers muss ich sagen, oder? Man sieht wieder, okay, es ist eine Lehrperson wirklich wichtig in der Klasse und es ist wirklich wichtig, dieses Face-to-Face und das Gemeinsame, diese Beziehungsarbeit auch, die da ein Lehrer erfüllt, ist einfach extrem wichtig. Ich finde es super, wenn man gewisse digitale Elemente mitnimmt und wenn so der Digitalisierung einen gewissen Schub dann auch gegeben hat, das Ganze. Oder nur ein iPad zu besitzen oder einen Computer zu haben, ist noch nicht Digitalisierung, oder? Also da fällt schon noch ein bisschen was anderes. Aber ich glaube, man kann gewisse Dinge mitnehmen, oder? Sei es jetzt, dass man eine Zoom-Sitzung macht, sei es jetzt, dass man Referenten aus dem Ausland herholt ins Klassenzimmer via Livestream oder so, oder? Also ich glaube, es gibt gewisse Bereiche, die kann man super einsetzen in der Bildung.
Ich glaube aber auch, dass es andere Bereiche geben muss, jetzt wie zum Beispiel so gewisse Punkte, wenn es ums Homeoffice geht und ich glaube auch Geschäftsreisen, oder? Das wird anders werden in der Zukunft. Und auch für ein Festspielhaus, oder? Die müssen sich da umorientieren. Wie bieten wir digitale Möglichkeiten, Kongressmöglichkeiten an, oder? Weil das Hin- und Herfliegen für eine Stunde Sitzung, ich glaube, das wird sich schon ein bisschen ändern, oder? Und wir haben es gesehen im Landtag, im Bundesrechnungshof, die sind live zugeschaltet. Das klappt super, oder? Und ich glaube, da muss man einfach bei gewissen Bereichen da das Positive sehen und sagen, okay, das kann man für die Zukunft mitnehmen, das braucht so jetzt nicht mehr oder kann man anders machen. Und wie gesagt, auch als Frau jetzt im Homeoffice-Bereich oder auch als Mann, oder muss man nicht nur Mann und Frau sein, gibt es gewisse Sachen, muss ich wirklich immer vor Ort sein? Kann ich auch gewisse Bereiche zu Hause erledigen, wann ich möchte, zu welcher Uhrzeit ich möchte? Und die Qualität ist genauso gut, wenn nicht besser auch, oder? Ich glaube, dieses Thema, so 8 Stunden in der Firma sitzen und alle, oder, ja, das ist irgendwie in uns noch so drinnen, oder? Aber ich glaube, da muss man auch ehrlich drüber nachdenken. Und wenn es natürlich um die Lebensmittelgeschichte geht, finde ich ein extrem wichtiges Thema, die Regionalität, oder? Einfach auch zu sehen, du, man muss nicht immer alles zu jeder Zeit und immer haben, verfügbar sein. Und ja, ich glaube, in Vorarlberg sind wir da eh, haben wir da gute Beispiele. Aber ich glaube, solche Dinge gilt es einfach auch also zu priorisieren. Lebensmittel, auch für die Schulen, Regionalprodukte ist, glaube ich, um und auf. Wenn wir es nicht verordnen können, weil es die Kommunen entscheiden schlussendlich. Ja. Man kann natürlich Anreizsysteme entwickeln, die natürlich sinnvoll sind. Das Thema Homeoffice, wie du gesagt hast, oder auch, übrigens, das wird Bregenz natürlich betreffen. Wie geht es mit dem Festspielhaus, mit der Kongresskultur weiter? Weil der Kongressbereich wird definitiv nicht mehr der gleiche sein. Und das hat Folgen für Reisetätigkeit, Mobilitätsverhalten und hat vor allem auch Folgen für den Hotelbereich, für den Nächtigungsbereich, weil nicht mehr so viele Leute kommen, weil es wird hybride Formate geben. Aber ich vertraue darauf, dass Gerhard Stübe hier sicherlich die richtigen Entscheidungen trifft, weil er eher ein Visionär war und immer noch ist und der ein super Team hat fort. Und ich glaube, das Festspielhaus und Kongresskultur übrigens ist sowas eines der innovativsten Kongresscenter, die es überhaupt gibt. Und das dritte Thema, das du angesprochen hast, auch das Thema Vereinbarkeit, Homeoffice und auch präsent sein, zu arbeiten, wann ich will. Ich glaube, da werden ja gerade die Gesetze vorbereitet oder sind schon beschlossen worden in Wien, dass man hier einfach auch das Homeoffice einfach auch institutionalisieren kann. Und ja, ich glaube, das wäre auch ein wichtiger Schritt, oder? Also gerade in Richtung Vereinbarkeit, auch Familie, Beruf und einfach auch eine gewisse Selbstbestimmung und Wahlfreiheit, oder? Ich glaube, das würde dazu schon beitragen, oder? Absolut. Wenn man da ein gutes Paket schnüren würde. Veronika, jetzt wird Bregenz heuer im Sommer wahrscheinlich wieder nicht, also wird die Festspiele werden stattfinden, das Festival Bregenz Live wird es vermutlich in dieser Form nicht geben, es wird viele Märkte in dieser Form nicht geben. Auf was freust du dich jetzt in den nächsten Wochen in der Landeshauptstadt? Was sind es die Kaffeehäuser? Was ist es? Was freut dich? Was zieht dich am meisten nach draußen die nächsten Wochen und Monate? Also, was man jetzt schon gemerkt hat mit den leichten Öffnungen oder Öffnungsschritten und mit dem schönen Wetter, wir haben eine absolute Traumlage mit dem See, dem Bodensee, mit dem Pfänder und mit schönen Plätzen im Regen, sondern man merkt schon, es wuselt schon überall und das ist für mich so Frühling und ja, es beginnt der Frühling und die Leute gehen wieder nach draußen, sei es am See, am Fender, sei es in der Innenstadt, oder? Und auf das freue ich mich jetzt schon, weil bei uns der Wochenmarkt am Dienstag und am Freitag findet ja statt, oder? Und man hat da das Bedürfnis dann wieder, wenn nach der kalten Jahreszeit rauszugehen und freut sich dann, wie gesagt, auf den Frühling, auf den Sommer und jetzt mit leichten Öffnungsschritten, wenn das alles noch gut klappt jetzt weiter und wir da weiter vorsichtig trotzdem sind, freue mich einfach auf wieder die Stadt genießen, so, oder? Mit dem Fahrrad unterwegs sein und auf den Markt einmal gehen und einfach ja, zu Fuß unterwegs zu sein und Menschen zu treffen, ins Gespräch zu kommen wieder, oder? Also das freue ich mich schon sehr so. Du bist ja auch eine Läuferin ein bisschen, gell? Du bist sowohl am Joggen als auch am Fender, das ist auch ein bisschen dein Hausberg, oder? Ja, genau. Der Bregenzer liebt seinen Hausberg, oder? Ja, das ist perfekt. Alles vor Ort. Also ich als Wahlbregenzer würde schon fast sagen, der Wahlunterländer Pfänder ist wirklich ein schöner Berg, wo man auch super laufen kann und das Gschliefhof ist schon super. Also ich liebe ja, es gibt viele Wege auf dem Pfänder und es hat jeder was für sich. Wobei jedem Bregenzer empfehle, mal den Muttersberg zu erklimmen. Der ist fast noch steiler. Da war einmal mit der Bahn. Irgendwann auf einer Weihnachtsfeier. Da freut mich. Super. Ja, Veronika, vielen Dank für dieses Gespräch. Das war jetzt total inspirierend. Auch im Wissen, dass du in Bregenz verschiedene Hüte aufhast im Land. Das ist doch sehr, sehr toll. Vielen Dank dafür. Für alle, die zugehört haben, das war jetzt Veronika Marti aus Bregenz. Nächste Woche kommt Pia Leidold-Fuchs
eine Branchenkollegin von mir, die auch sehr viel Kulturberatung macht. Mit der werde ich dann sicherlich auch die aktuellen Entwicklungen um die Kulturhauptstadt 2024 am Bad Ischl verfolgen, wo es ja drunter und drüber geht, was man mitbekommt hat, was die Intendanz anlangt. Danach kommt die Blunzer Künstlerin Christine Lederer, die am 9. April in Bregenz eine Ausstellung eröffnen wird im Bildraum. Und dann kommt Sabine Groß, eine Literatin aus dem Oberland, aus dem gebürtigen, auch eine Bludenzerin, aber die übers Montafon einen Roman geschrieben hat. In diesem Sinne, liebe Veronika, einen schönen Nachmittag. Wir sehen uns die nächsten Tage in Bregenz im Landhaus und ich freue mich und wünsche euch allen einen schönen Nachmittag. Ciao, Vielen Veronika, Dank, danke. Christoph. Tschüss. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ciao, ciao, bitte. Tschüss. Ciao.